Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Und ja, heute wird ein bisschen was umgebaut an meinem schönen Bike. Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar, ich werde auf jeden Fall eloxierte Deckel hier dran bauen. Dann hier an der Gabel werden eloxierte Deckel dran gemacht. Und dann wird der Lenker hier schwarz werden. Freue mich schon mega, wird sicher richtig geil aussehen. So Leute, Planänderung. Das ist hier ein bisschen ein Abfuck, weil hier ist der Griff richtig geklebt. Problem ist jetzt nur, ich habe keinen anderen Griff und ich will den jetzt nicht abrupfen und dann mir deswegen dann noch einen neuen organisieren müssen. Belastend. Jo Leute. Ja Leute, ich bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen, das Video weiterzumachen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt die Alu-Handguards wieder verbaut. Das war ein übelster Aufwand, das war richtig scheiße. Aber die sind auf jeden Fall jetzt wieder dran. Also optisch sieht sie jetzt wieder schick aus. Lenker, ja, muss ich mir mal überlegen, wie ich es jetzt machen werde. Aber wir machen heute einfach mal die eloxierten Teile. Deswegen einmal hier und dann machen wir noch die Schrauben hier unten. Dafür machen wir jetzt erstmal den Lenker auf, drehen ihn ein bisschen runter, dass ich dazu komme, dass wir die lösen können. Und dann sehen wir weiter. Schlüssel, die sind Premium, Leute. Die bocken richtig, mit denen kann man das richtig gut machen. Ich bin mal gespannt, ob wir das dadurch schon hinbekommen. Ja, wie ihr seht, das übelste Abfuck. Kommt man richtig schlecht hin. Ich hoffe, ich komme dadurch jetzt ein bisschen besser hin. Genau, ich habe meine Feder so hart eingestellt, wie es geht. Jetzt weiß ich, bin ich mir nur nicht mehr sicher, wie viele Klicks das war. Ich schaue einfach mal. Okay, 8 Stück sind es. Genau, 8 Stück. Dass ihr da dann drauf schaut, dass die dann wieder gleich eingestellt sind wie vorhin. Meine gehen jetzt seit 8 Klicks nach in den Uhrzeigersinn. Hier müsst ihr unnormal aufpassen, dass die Schraube nicht irgendwie in die Kühlung vorne reinfällt. Mir fällt das immer hier rein, bockt gar nicht. So, okay. Easy. Und jetzt auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, es sind 8 Klicks. Schreibt sonst, wenn jemand das sogar besser weiß wie ich, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, ob es 8, 7 oder 9 sind. Weil vielleicht hat da auch irgendein Spaßvogel davor rumgedreht. Ich kenne ja meine Leute. Und hier müssen wir jetzt drauf schauen, dass wir nicht wieder gute Twice die Dichtungen. Muss das so leer sein? Sind meine Bremsdinger so? Lol. Hä, warum ist das so leer? Krank. Hä, sind die so unten? Hä, hier ist keine Dichtung oben. Was ist das denn? Fuck. Oh, fuck. Da ist es. Okay. Hä, was ist das denn? Wieso ist es doppelt? Da ist also die Dichtung. Schnell wieder zuschrauben. Lol, jetzt muss ich gerade mal einen Bremstest machen. Okay, ich glaube, es kommt nur Luft dazu, wenn man halt auch gebremst hätte. Das habe ich ja zum Glück nicht gemacht, sondern machen wir jetzt noch ganz kurz den anderen Deckel. Bruh. Was ist denn das für eine Scheiße? Absoluter Müll. Ach, keine Ahnung, Alter, Leute. Fragt mich nicht. Fuck off.
Junge, ich krieg's nicht auf. Was ist denn? Ich bin so blöd, um so eine scheiß Tüte aufzumachen. Oh, nee. Dafür sehen die Deckel halt echt geil aus. Mich hat ja dieser Deckel hier 25 Euro gekostet. Der da hier, der hätte, glaube ich, 56 Euro gekostet. Hä? Alter, wer gibt denn freiwillig so viel Geld aus für einen Deckel? Und die, da weiß ich leider gar nicht, wie viel die kosten. Ich glaube, die kosten 20 oder sowas. Aber, Leute, das sind fucking Deckel. Und die kosten fast ein Huni. Aber Respekt an die Leute, die sich auf jeden Fall das gönnen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Ist mir fast, also ich finde es zu viel. Jo Leute, so behindert laufe ich also die ganze Zeit rum, um euch das ein bisschen zu zeigen. So, ich zeige euch jetzt einfach mal nochmal die Deckel, mal mit der guten Kamera. Also das leuchtet so richtig schön und auch wenn man drauf hockt, guck mich einfach mal drauf, man hat diesen Lenker vor sich mit den elixierten Sachen. Schon cool. Da sind nochmal die unteren, die sieht man fast gar nicht. Hat auf jeden Fall schon was. Ehrlich gesagt würde ich halt niemals so viel Geld dafür ausgeben. Ich habe zum Glück jetzt ja nur den bezahlen müssen, weil die anderen, die drei, habe ich geschenkt bekommen vom guten Schwemmi. Ja, deswegen habe ich mir jetzt den dazu gekauft. Der hat 25 Euro gekostet. Der, glaube ich, kostet regulär 56, wenn ich mich nicht täusche. Und die, glaube ich, so 20, 22 Euro. Krank viel Geld. Genau, und das war's zu diesem Video, zu meinem Bike. Ich werde jetzt dann nochmal die Tage wahrscheinlich hier vorne noch die Spokes dran bauen. Ich habe es ja nochmal, ich habe es ja schon mal in einem Video gesagt, dass ich mir von Wish welche mir gekauft habe. Hier sieht man den auch gut. Das ist der, den was ich bei Wish gekauft habe. Und wer bisher überhaupt geschaut hat, könnte ja vielleicht nochmal reinschreiben, soll ich die alten von meiner alten Felge abbauen und die wieder hier dran bauen? Soll ich die schwarzen dran machen von Wish? Oder soll ich sie Hälfte-Hälfte machen zum Beispiel? Ihr könnt ja mal mir das reinschreiben, was ihr geil finden würdet, wer überhaupt bis hierhin geschaut hat. Ehrenmann auf jeden Fall. Achso, alles gut. Hab mich ja ein bisschen versteckt. Ja, ja, die Fans sind halt überall. Nein, Spaß, Leute. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Tschüss.